Das ist das Thema mit der Zeit gehen. Weil wer nicht mit der Zeit geht, der geht ja mit der Zeit. Ja? Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 10.05.2016 und endlich habe ich es mal geschafft zum Sonnenaufgang. Es ist schön, was soll ich sagen, ich mache es gerne und wenn ich dann rauskomme aus dem Bett, aber es ist echt immer wieder schön und der Anblick lohnt sich auf alle Fälle und entschädigt fürs frühe Aufstehen und super. Der Tag startet ganz anders, wenn man zum Sonnenaufgang hier am Strand war. Der Jens ist unterwegs und müsste bald hier sein. Und dann gehen wir zum Touristiker-Talk im Steigenberger hier auf Usedom. Wir waren schon mal da, vor 2 Jahren, glaube ich. So, der Jens ist da. Ich habe gerade gehört, wie er auf dem Parkplatz gefahren ist. Jetzt kommt er. Bonjour. Grüß dich. Mahlzeit. Ein Grund dafür, dass ich hier so ungern herfahre, sind die unverschämten Parkgebühren. Und der andere Grund ist, dass alle nicht parken können. Da hätte auch noch einer stehen können. Kann man machen? Muss man auch. Muss man auch nicht. Läuft. Ja, läuft. Jetzt kann ich nicht. Nee, jetzt kann er nicht. Easy, jetzt kann er nicht. Komm, fliegt sowieso alles raus. Also jetzt, ab jetzt nochmal neu, der andere bleibt weg. Das hallo. Hallo. Wir sind auf dem Weg zum Steigenberger. Wolltest du anfangen? Ja, genau. Und da ist heute der Touristiker-Talk von Usedom. Da sprechen ein paar mehr oder weniger wichtige Leute. Über Tourismus und Marketing von der Insel, für die Insel? Von der Insel, auf der Insel, durch die Insel? Mit der Insel. Mit der Insel. Und ja, da gehen wir jetzt. Ich kann mich noch dunkel erinnern, wie Kema hier arbeitet hat. Ja, und es ist gut, dass es Mitbewerber gibt, Marktbegleiter. Und sie hat da so ein paar Sätze drin, die finde ich gut. Wie finden Sie die? Können wir nachher drüber reden. Das ist das Thema mit der Zeit gehen, weil wer nicht mit der Zeit geht, der geht ja mit der Zeit. Ja? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen die neue Vertonung unserer Überzeugungen. Das so einige Daten, so ein kleiner Querschnitt über so ein paar Ergebnisse unserer Studie, der natürlich noch sehr, sehr viel umfangreicher ist, auch zielgruppenscharf oder nach Postleitregion etc. Aber hier so ein kleiner Impuls, den Sie da alle vor sich haben, ist ein Bild, so eine Doppelseite, ein Strand ohne Text. Und das Bild, das kann schon über alles entscheiden. Brennt sich auch die Festplatte. Also das ist schon toll. Und wenn Sie sich so einbringen, machen Sie das bitte. Bringen Sie sich ein. Ich weiß, Jens, du hast Angst, dass du dich wieder in den Nessen setzen sollst. Brauchst du aber gar nicht. Ich muss gar nichts sagen. Ich will auch nur ganz kurz was sagen. Nicht nur zu den Sätzen. Ich habe da die ganze Zeit gesessen. Nee, beim letzten Mal, als wir zusammen gevloggt haben. Nee, beim letzten Mal war das nicht, beim vorletzten Mal oder so. Ja. Da hast du dich beschwert. Oh, jetzt muss ich mich hier wieder unbeliebt machen. Ach so, ja, ja. Das stimmt. Aber musste gar nicht. Ich sag was. Es ist ja, der 7. Touristiker-Talk gewesen. Und ich habe. Mir war so, als wenn wir vor 2 Jahren hier waren. Aber dann muss es ja doch schon 5 Jahre her sein. Ja. Wir waren beim ersten damals, ne? Oder? Ich weiß nicht. Achso. Abschließend bleibst du sagen, dass das
im Prinzip darum ging, was wir eigentlich schon seit Jahren sagen hier. Und die Leute, ja, mehr oder weniger, ist das so oder was? Ja. Also am Anfang, was der Moderator da sagte, ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Der Herr Berndt. John Christoph Berndt. Danke. Ja. Also was der am Anfang sagte, erzählen wir schon so ein bisschen seit Jahren. Aber uns wird nicht zugehört oder wir werden nicht ernst genommen. Ich hoffe, dass es ankam. Ich bezweifle aber, dass wir davon profitieren werden, wenn es ankam. Aber das ist ja, ne? Ist nun mal so. Und der zweite Herr, der die Statistiken über Usedom präsentiert hat, ich hoffe, dass da ein paar Leuten das Herz in die Hose gerutscht ist. Sagt man das so? Man, ja, sagt, wo auch immer das Herz in die Rutsche ist. Naja, auf jeden Fall, dass sie wach geworden sind so ein bisschen, weil das war nicht so berauschend für Usedom, was da gesagt wurde, an zahlenmäßig so, an Statistiken. Das war nicht toll. Da konnte man sich jetzt nicht irgendwie auf die Schulter klopfen als Usedom. Danach drohte die Sprich so zu werden wie immer, dass sie sich alle selbst beweihräuchern. Gott sei Dank waren auch ein paar von außerhalb da, die schon mal so ein bisschen Kritik angebracht haben. Manche Punkte waren völlig fehl am Platz, aber ist egal. Und das war dann. So, dann haben wir noch einen lecker Kaffee getrunken und der Kaffee war wirklich gut, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, also da halt gestaunt. Das war selten der Fall, dass ich einen Kaffee ganz schwarz trinke. In dem Fall konnte ich das. Und dann haben wir noch ein Wasser getrunken und dann sind wir los. Aber naja, ich hoffe, sie lernen so ein bisschen aus dem Touristiker-Talk und ich bin gespannt, ob wir beim 8. wieder dabei sind und ob wir da mitmachen. Tada! Richtig krass. Tada! Ich habe die ganze Zeit auf das Wort Storytelling gewartet. Ja, das kam nicht. Das kam nicht. Sie schifften alle so drumrum. Ja, ich wollte dir das immer so von der Seite zuflüstern. Er hätte es nicht müssen. Weiß ich. Ich wollte dir nur zeigen, dass es mir auch eingefallen ist. Aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Content Marketing, Storytelling, das sind alle so Begriffe, die... Die kamen nicht vor. Die sind ganz weit weg noch. Da kommt hier so in 10, 15 Jahren, wenn da kein Mensch mehr von spricht, dann kommt hier der Ecke, wir müssen jetzt einen neuen Scheiß machen. Den heißen Scheiß mit Storytelling, warum auch immer gerade dieses abgestellte Fahrzeug vor uns blinkt. Also sorry für das Wackeln. Muss ich mal kurz erwähnen hier. Gott sei Dank aber ist die haben Kamera sich an. Ich hätte gerade böse Sachen sagen wollen. Ich konnte ja auch nichts dafür, dass er rechts rumfährt. Aber dass er mir mit seinem übergroßen Fahrzeug hier gerade die Sicht versperrte, fand ich doch sehr unangenehm. Hui! Hast du gemerkt, da war eine Bodenwelle. Also ich habe es gemerkt und ich glaube die Zuschauer auch. Hui! Hey, ich kommentiere Bodenwellen ja auch immer live mit. Ne? Ja, warum auch nicht? Nein, aber dafür sind sie ja da. Wollen wir denn jetzt fußläufig Richtung Seebrücke gehen? Von wo aus? Von mir aus? Von dir aus. Geht ja bloß darum, dass wir entscheiden, ob wir das Kraftfahrzeug bei dir auf den Parkplatz stellen. Ja, da steht sicher und günstig. Oder ich nochmal. 27 Euro Parkgebühren ablöhne. Um Gottes Willen. Den man gerade im Mikrofon gehört hat, hoffentlich, damit ich das drin lassen kann. Der hatte mehr Alkoholintus, als ich in meinem ganzen Leben schon getrunken habe. Und eine ganz schön große Fresse deswegen gehabt. Aber ich muss mich ja jetzt benehmen hier. Geht also nicht. Du musst seriös werden. Ja, muss ich. Jens, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Ich bin fett. Brauchst du nicht rausschneiden. Ist in Ordnung. Kein Problem. Geht mir ja nicht anders. Beruhig mich immer. Schlechte oder gute Nachricht zuerst? Ist mir doch Wurst. Nein, muss ich jetzt sagen, sonst. Jetzt ich spiel mit! Verdammte Scheiße. Ich möchte zuerst die schlechte Nachricht hören. Okay, die schlechte Nachricht ist, Cookie ist nicht da, wir können nicht Gassi gehen. Ja, das macht ja nichts. Bevor du jetzt losziehst. Okay. Tschüss. Weißt du die gute Nachricht? Ne, auch wenn der Mario das gerade so darstellt. Nein, wollte ich gar nicht so darstellen. Das haben die aber auch verstanden. Ja. Ich habe ja schlaue Zuschauer. Mein Hund ist der, der dich letztens verletzt hat.
Der mich letztens verletzt hat. Der dich letztens verletzt hat. Genau, ja, ja, der ist es. Gut. In dem Sinne? Alles klar. Jo, bis dann. Bis später. Moin. Moin. So, und damit war's das für heute. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Das war gar nicht fit Ende. So, Sonnenuntergang und so. Wo ich die 10 Sekunden Endkarte unterbringe. Das ist schade. Mach ich denn da? Auf jeden Fall erstmal Jalousien ziehen. Die Leute gucken schon ganz komisch. Alles klar. Tschüss.